Tage vom altehrwürdigen Schulhaus Surbaum sind zählt. Die Gemeinde plant einen Neubau mit einem Investitionsvolumen von knapp 50 Millionen Franken. Ende September können drei nachher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über den Neubau abstimmen. Die Rede ist von einem Generationenprojekt. Das Schulhaus ist nach über 60 Jahren nicht mehr im besten Zustand. Sicher ist es mal nicht mehr den heutigen Ansprüchen gerecht. Also zum Beispiel hat es keine Erdbebensicherheit, was man heute gefordert. Energetisch sehr in einem schlechten Zustand. Und durch die ganze Reform der Schulen, auch im Kanton Basel-Land, wo man umgestellt hat auf das System 6.3, fehlt natürlich, fehlen Schulräume für die 6. Klasse. Und die hätte man jetzt mit einem Zusatzbau müssen machen, aber die hätte man ja immer noch das alte Schulhaus gehabt, das nicht den heutigen Ansprüchen genügt. Und das sieht die Planung vor. Wir haben versucht, mit zwei Gebäudevolumen, die ganz leicht zueinander verschoben sind, zwischen Bruderholzstrasse und Stockhackerstrasse, die Nutzung so zu platzieren, dass sie möglichst eine hohe Flexibilität aufweist, dass sie möglichst gut sich ins Quartier einfügt, dass sie auch Rücksicht nimmt auf den Bestand im Quartier. Wir haben ein Wohnquartier, das doch mit niedriger Bebauung das Areal umschließt. Und auf das haben wir versucht, Rücksicht zu nehmen mit diesen zwei Baukörpern. Für einen Architekt ist die Planung eines Schulhauses eine spezielle Sache. Ja, jeder Architekt ist selber auch mal in die Schule gegangen. Könnte das, könnte noch so die alten Schulhäuser mit den langen Gängen, mit den einzelnen Klassenzimmern, ist ganz anders unterrichtet worden, wie man heute unterrichtet. Heute hat man ganz andere Lernformen und das ist eigentlich so spannend und das Interessante für die neuen pädagogischen Herausforderungen, gute, interessante Raumstrukturen zu schaffen, wo die Kinder gerne in die Schule gehen und eigentlich am liebsten in der Schule bleiben und gar nicht mehr heimwenden, weil es ihnen so gut gefällt. Der Einwohnerrat hat mit nur einer Gegenstimme klar Ja gesagt zum Projekt. Wie ging es weiter nach einem Ja bei der Abstimmung Ende September? Also wenn es jetzt Ja heisst, weil die Bevölkerung Ja zu diesem Investitionskredit sagt, dann muss natürlich die Baubewilligung ausgearbeitet werden von den Planern zusammen mit den Architekten. Und dann geht das ganze Bauprozedere los. Dann muss natürlich hier auch alles installiert werden dann für die spätere Baustelle. Wir brauchen Provisorien für die Kinder, die hier natürlich nicht mehr in die Schule gehen können. Die gehen dann auf dem Weihermattenparkplatz in Container. Aber das sind natürlich sehr ordentliche Container, sehr ordentliche Schulhäuser quasi. Also das ist alles geregelt. Und dann hoffen wir natürlich, dass anfangs 2024 man hier einziehen kann. Und das wären die Konsequenzen im Fall von einem Nein. Das ist natürlich mehr oder minder schon eine Katastrophe, weil dann müssen wir zurück auf Feld 1. Und was heißt das? Das heißt entweder ein neues Projekt erarbeiten oder aber halt effektiv alles sanieren und erweitern. Und dann haben wir all die Nachteile, die ich vorhin aufgezählt habe und überhaupt keinen Mehrwert. Und das wäre eigentlich wirklich das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Das letzte Wort haben Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 27. September. Im Fall von einem Ja Ende September dürfte das neue Schulhaus Surbaum per Anfang 2024 bezugsbereit sein. Am Dornacherweg zwischen Landhof und Surbaum, dort wo die Strasse runtergeht zum Zeltplatz, ist das restaurierte Erdbebenkreuz im Rahmen von einer ökumenischen Feier eingeweiht worden. Mit viel Rheinacher Prominenz. Es ist ein geschichtsträchtiger Ort, der an das schwere Basler Erdbeben von 1356 erinnert. Das alte Kreuz ist 1972 bei einer Strassenkorrektion kaputt gegangen. Was ist dort passiert? Dort ist einfach das Kreuz beseitigt worden, weil es im Weg gestanden ist. Und es heisst, dass das irgendwo immer verlocht worden ist. Also die Bestandteile von dem Kreuz, die sind irgendwo begraben worden. Und dann hat zum Rebmesser, der sich gerne der Kultur von Rheinach annimmt, darüber herabgefunden, das Kreuz müssen irgendwie ersetzen. Und die haben dann dort im Willi Göttin, bekannter Rheinacher Grafiker, den Auftrag gegeben, ein modernes Kreuz zu entwerfen und dann auch ausführen zu lassen. Das hat Willi Göttin gemacht. Und das ist jetzt das Kreuz, das hier steht. Maßgeblichen Anteil am renovierten Kreuz hat die Zunft zu Rebmessern.
Gründer haben ja im Ziel- und Zweckartikel festgehalten, dass sich die Zunft zu Rätmärsen einsetzen soll für alte, für die Erhaltung oder wieder aufleben von alten Brüchen und Sitten und sich auf kulturhistorischem Gebiet betätigen. Das ist eigentlich der Grund, warum man sich auch für die Kreuze einsetzt. Gewisse Quellen sagen, dass sich das Epizentrum des schweren Basler Erdbeben 1356 unter Rheinach befunden hat. Das sagen Seismologen, ja. Es ist auch erstaunlich, dass rings um Rheinach um fast alle Burgen zerstört worden sind oder auch sehr stark beeinträchtigt worden sind in ihrer Bausubstanz. Und je weiter als man wegkommt von Rheinach, desto mehr sind die Burgen einigermaßen intakt geblieben. Aber sie haben natürlich auch überall gelitten. Aber es ist erstaunlich, wie nach bei Rheinach alles einfach zusammengefallen ist, was an diesen Burgen herumgesehen ist. Es ist wieder soweit. Im neuen Theater Dornach hinter dem Bahnhof Dornach-Allersheim findet am Sonntagvormittag, 13. September vom 11. bis am 1. das fünfte sogenannte Gipfeltreffen statt. Bei dieser originellen und immer spannenden Talkshow fühlen der Ernst Born und der Danny Wittlin spannende Gäste auf den Zahn. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung Pflicht. Das Mal auf dem Podium sind der Anti-Aggressiv-Trainer Rudi Sabo, die Tennisfachfrau Romana Rebo, der Kulturschaffende Balz Aliesch und der langjährige FCB-Präsident Bernhard Häusler.